Langer Schwanz oder fette Oberschenkel? Welches Godzilla-Reboot hat den längeren Atem? Die Amerikaner oder die Japaner? Jetzt bei den Filmgorillas. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug. Und ihr seht schon, es ist eher angerichtet mal wieder. Daniel und ich sprechen erneut über Godzilla. Und ihr habt euch ja ganz, ganz, ganz doll gewünscht, dass wir doch bitte mal Shin Godzilla genauer unter die Lupe nehmen. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, das machen wir sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir verbinden das aber damit, die so ein bisschen gegenüberzustellen. Und zwar, wie die Japaner mit Godzilla umgehen und wie die Amerikaner mit Godzilla umgehen. Es wurde ja ungefähr im gleichen Zeitraum gerebootet. Das Monsterverse ist entstanden 2014 mit dem Gareth Edwards Godzilla. Den werden wir heute ein bisschen genauer betrachten. Und dann eben 2016 kam Tohos Neuauflage Shin Godzilla. Und da gucken wir doch mal, wer da was wie gemacht hat und was der bessere Film womöglich dann am Ende auch ist. Genau, wir wollen uns an drei Punkten vor allem speziell abarbeiten. Wir wollen zum einen das Design der beiden jeweiligen Godzillas unter die Lupe nehmen. Danach die Präsentation, also was er macht, wie er eingesetzt wird, wie er gezeigt wird, was er machen darf und so weiter. Und ja, was so die Kernmerkmale seines Daseins sind. Und dann natürlich das menschliche Beiwerk wollen wir auch nochmal beleuchten, denn das ist bei beiden Filmen, glaube ich, entscheidend. Ja. Und ich würde mal kurz anfangen, die beiden Filme zusammenzufassen. Bitte. In Godzilla von Gareth Edwards aus dem Jahr 2014 geht es ja um die, ja, oder um das Auftauchen von Godzilla als, wie soll man sagen, ausgleichendes Element. Denn es gibt noch eine andere monströse Bedrohung namens Muto. Die wurde plötzlich befreit, losgelassen. Und jetzt muss Godzilla auftauchen, um das Ganze auszugleichen und diese Mutos auf ihren Platz zu verweisen. Und das Ganze wird parallel zur Geschichte einer Familie erzählt, deren Vater, sage ich mal, Teil der Entstehung dieser Mutos war, ja, und dessen Sohn jetzt nun mit dem Ärger klarkommen muss, der halt dafür gesorgt hat, dass diese, also mit dem Ärger klarkommen muss, der entsteht, wenn diese Mutos jetzt eben halt auf die Welt losgelassen würden und Godzilla halt versucht, das zu verhindern. In Shin Godzilla geht es eigentlich wie im japanischen Original darum, Godzilla taucht auf. In der Bucht von Tokio macht sich ein brodelndes Etwas bemerkbar. Eine Mischung aus Grottenolm und Steiftier kriecht Hammer. Plötzlich an Land, evolutioniert und wird irgendwann zu dem, ja, zu diesem Urviech, zu dieser atomaren Echse, die wir alle so kennen und lieben. Währenddessen halt die japanische Bevölkerung versucht, der Lage Herr zu werden, ja, oder versucht irgendwie ein Mittel zu finden, um gegen Godzilla vorzugehen und die Katastrophe abzuwenden. Richtig. Und ja, da könnten wir schon mal eigentlich direkt anfangen mit dem, was beide Filme eint. Sie sind beide eigentlich eher Katastrophenfilme. Ja. Ja, mit dem Unterschied, dass Gareth Edwards irgendwann dann doch einen Monsterfilm oder einen Monster-Duell-Film erzählen wollte. Und das fügt sich meiner Ansicht nach nicht so ganz zusammen. Und das ist dann halt eben aufgrund der menschlichen Komponente noch schwieriger. Und da würde ich jetzt direkt mal bei beiden Bitte. Anfangen. Ja. Mit der menschlichen Komponente, denn ich finde es in Shin Godzilla einfach deutlich besser, dass hier die Gesellschaft als Ganzes genommen wird, die versucht wird, gegen Godzilla vorzugehen oder halt mit der Situation umzugehen. Und in dem amerikanischen Godzilla geht es halt eben darum, dass eine Familie, also nur ein Einzelschicksal so gesehen, ja, genau, diese Tragödie oder die Katastrophe begleitet. Und das macht der Film am Anfang eigentlich relativ gut, aber irgendwann will er halt Godzilla einführen und dann ist diese Familie eigentlich relativ egal. Richtig. Und dann muss man sagen, warum habt ihr so viel Zeit mit der Godzilla, mit der Familie verschwendet, wenn man doch eigentlich sehen wollte, wie Godzilla zum einen auftaucht und zum anderen halt auch viel, viel kaputt macht. Ich fand die Erklärung von Gareth Edwards so komisch. Er wollte sich so an das große Suspense-Kino wieder ranwagen und war der Meinung, man muss bei so einem Katastrophen-Monsterfilm nicht immer genau draufhalten und alles zeigen, was es zu sehen gibt. Was für Godzilla die völlig falsche Herangehensweise ist einfach. Und plus, dass noch dazu kommt, dass man diese Familie gar nicht so richtig lieb gewinnt, weil sie auch gar nicht so wirklich, also sie wird zwar vorgestellt, es wird erzählt, wie es dazu kommt, dass die Familie dann auch so auseinandergeht, der Vater und der Sohn zum Beispiel. Bryan Cranstons Rolle auch irgendwie völlig verschenkt in dem Film, finde ich. Obwohl er wirklich gut ist in dem Film. Ja, aber dann passieren halt relativ schnell komische Dinge und dann war es das auch schon. Ich durfte ihn ja interviewen für den Film. Ne? Oh Gott. Ich durfte Gareth Edwards, Aaron Taylor-Johnson, Elizabeth Olsen und Bryan Cranston interviewen. Und Bryan Cranston, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein super lieber Mensch ist. Doch, kann ich. Und das Geilste war, ich habe die alle gefragt,
wie sie sich ihre Kollegen als Monster, als Kaiju vorstellen. Und Gareth Edwards war cool. Er hat gemeint, er wäre ein riesengroßer, weiß ich nicht, riesengroßer Typ einfach. Und er würde alles platt machen, indem er einfach seine Preise im Arm hält, die ihm so nach und nach aus den Armen kullern. Und das wäre halt seine Vernichtungswaffe. So. Aber nur dazu. Es war wirklich ein schönes Erlebnis. Ey. Deswegen. Aber ja, er ist leider im Film etwas verschwendet. Und Aaron Taylor-Johnson kann diese Lücke, die er aufreißt, nicht füllen. Dazu hat der Charakter auch keine Tiefe und keine Persönlichkeit. So und man merkt schon so, seine Familie ist ihm wichtig. Er will jetzt versuchen, da alles wieder gerade zu biegen. Und schließt sich ja dann auch Division da an, die gegen Godzilla in San Francisco dann vorgehen soll. Mit dem Halo Jump. Mega geiles Bild. Ey, super Bilder. Kann man nichts dagegen sagen. Super gut. Aber das ist alles so lang. Lang und unter ferner Liefen. Und man will eigentlich nur sehen, wie diese neue Echse, die ja komplett überarbeitet und neu designt wurde, metergroß ist auf einmal, wie die da alles plattwalzt und die beiden Mutus zusammenkloppt. Und das kommt halt viel zu kurz, leider. Ich verstehe den Ansatz von ihm, dass er sagt, okay, ich habe versucht, das Teasing irgendwie so ein bisschen, ne? Beim Weißen Hai wissen wir es auch, das Vieh ja, ist oder bei Alien nicht aufgetaucht. So, ja. Aber was der Weiße Hai halt hatte, das waren charismatische Figuren. Mhm. Ja? Und die hat Godzilla halt einfach nicht, um eben das Vieh so lange nur anzudeuten, so lange geheim zu halten. Und ja, das ist halt das große Problem. Bei Shin Godzilla, da herrscht ein anderes Problem vor, meiner Ansicht nach, was die menschliche Komponente angeht. Darauf muss man Bock haben. Denn da werden halt einfach, da wird jedes Büro, jedes Meeting, jedes Fax, jedes Telefonat, jede kleinste Besprechung, das wird alles gezeigt. Ja. Um halt eben den Punkt deutlich zu machen, wie unfähig die Japaner damals mit der Fukushima-Krise umgegangen sind. Ja, ja, ja. Oder eben halt mit der Tsunami-Krise und mit den ganzen Katastrophen da. Das soll halt schon irgendwie so eine Abrechnung damit sein, wie das Krisenmanagement damals verlaufen ist. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen wird da halt auch jedes gezeigt. Von der Toilette des Ministerpräsidenten über den Flur des Ministerpräsidenten bis hin zum Büro des Ministerpräsidenten wird jedes Gespräch noch einmal kurz irgendwie angerissen. Und dann werden noch die Amerikaner mit reingepackt. Dann gibt es noch einen schönen Seitenhieb auf die politische Zukunft der USA und der Japaner. Ja. Und das ist alles viel. Es ist alles viel. Und das ist auch sehr viel Gerede. Sehr viel trockenes Gerede sehr halt viel auch. Trockenes ne? Gerede. Also wirklich Bürokratie. Und sehr viele Untertitel. Ja, ich habe Shin Godzilla, müsst ihr euch vorstellen. Ich war auf dem Weg nach Japan. Das erste Mal, als ich nach Japan geflogen bin, für Ghost in the Shell, die Realverfilmung, die Präsentation. Da habe ich Shin Godzilla im Flugzeug gesehen, auf so einem kleinen Bildschirm. Und dann stehen da ständig irgendwelche Namen. Entweder welcher Bürokrat da jetzt gerade zu sehen Rang ist, der hat in welchem so, Büro er sich befindet und wie viel Uhr es ist. Und das halt noch auf so einem kleinen Monitor, während du versuchst, irgendwie was zu erkennen, was dieses Vieh da macht. Es ist schon eine Herausforderung. Aber ich muss sagen, die Satire oder die Abrechnung funktioniert, die wirkt. Voll, ja, ja sie auch. Ist halt nur sehr lang. Das ist halt ein großes Problem. Und was halt auch sehr charmant ist, diese Lösungsansätze, die die Japaner immer versuchen. Das sind so absurde Dinge. Wir pumpen den jetzt irgendwie mit, was ist das, Zement oder Eis oder irgendwie so eine Wasserstoff oder irgendwas, was gefriert. Wir pumpen den jetzt voll und dann kann er sich nicht bewegen und dann zerstören wir den. Aber so, also vorher rammen wir ihn erst noch mit Eisenbahnzügen. Mit ganz vielen Zügen, ja. Es ist so wundervoll und das macht halt auch diesen Toho-Charme einfach aus, dass sie sich immer so geile Dinger dann trotzdem einfallen lassen, trotz des ganzen Blablas und der ganzen Ernsthaftigkeit. Und da können wir ja direkt mal dann zum nächsten Punkt kommen. Auch obwohl es schön ist, dass Toho immer mal solche Experimente wagt, gab es schon einen gewissen Widerspruch gegen das Design des Shin Godzillas. Mhm. Also ich habe da schon so ein bisschen Widerstand irgendwie feststellen können. Denn man muss dazu sagen, Godzilla evolutioniert hier. Ja. Der ist halt am Anfang einfach mal so eine Art Kaulquappe in XXL oder XXXL. Aber ich finde das ein mega geiles Design. Ich finde es auch nicht. Die Augen, Alter, das ist so gut. Ja, ja. Ich dachte auch, was wollen die mir hier erzählen? Das Vieh kriecht, warum läuft er nicht auf zwei Beinen? Warum hat er so Glubschaugen und so? Da muss man sich dran gewöhnen. Aber als ich erstmal verstanden habe, dass das ja wirklich jetzt hier einmal von null aufgezogen wird, dass man wirklich sagt, ey, wir versuchen jetzt mal halbwegs vernünftig zu erklären, wie so ein Vieh entstehen kann, dann habe ich das auch akzeptiert. Dann kommt aber trotzdem hinzu, du hast diesen aufklappbaren Kiefer von ihm, du hast diesen meterlangen oder kilometerlangen Schwanz, ja, wo ich auch dachte, oh, der ist ein bisschen zu lang für mein Empfinden. Also ich war das nicht gewohnt. Aber als sie dann halt auch erklären, dass der Schwanz so lang sein muss, damit das Vieh halt stabil irgendwie sich bewegen kann und halt auch stabil auf zwei Beinen aufrecht laufen kann,
fand ich das als Erklärung eigentlich echt charmant. Das war halt auch mal eine neue Facette, die sie vorher noch nie so ausgespielt hat. Und er ist absolut weg von diesem Knuffigen. Ich finde, Godzilla bei Toho hat er immer was Knuffiges. Egal wie böse er reinguckt, er ist trotzdem irgendwie ein kleiner Dulli. So. Und bei Shin Godzilla, also er ist ja wirklich das pure Böse, wenn man dem ins Gesicht schaut. Also ja. Ich finde auch, da kommen wir gleich noch zur Inszenierung, aber ich finde, Shin Godzilla hat so viel Horrorelemente. Ja, und dann noch diese rote Durchzeichnung, diese Adern. Oh, es ist wirklich sehr, sehr, ich fand es sehr eindringlich und sehr furchterregend. Und dass du sogar im finalen Design immer noch die Evolutionsstufen so ein bisschen miterkennen kannst, das hat mir auch ganz gut gefallen. Einziger Wermutstropfen ist, er ist halt rein digital. Ja. Und da hätte ich mir gewünscht, okay, vielleicht nochmal so eine Fusion aus beidem, weil Hideaki Anno, der Regisseur, hat schon geile Bilder und Perspektiven da und versucht auch immer mal wieder mit realen Props irgendwie zu arbeiten. Aber dass halt Godzilla rein digital ist, das muss man schon ein bisschen schlucken. Es tut ein bisschen weh. Ja, es tut ein bisschen weh. Das war bei dem Amerikaner nicht ganz so schlimm, weil da hat man eigentlich nichts anderes erwartet. Da war nicht so die Erwartung da, dass da jemand mit einem Kostüm auf die Bildfläche tritt und da irgendwie alles kaputt macht, sondern da war man halt schon an digital, ja, eine digitale Kreatur irgendwie gewohnt oder beziehungsweise stand gar nichts anderes zur Debatte. Und da muss ich sagen, ich mag das Design von dem 2014er Godzilla. Hier steht er vor uns. Ich finde ihn auch, also ich finde es gut, dass sie ihn so richtig riesig gemacht haben und so ein bisschen nachgebessert haben, die Rückenzacken quasi noch ein bisschen weiter strukturiert haben und so weiter. Auch der sieht viel böser aus als die Toho-Vorgänger. Und ich finde, sie haben echt einen ganz guten Job gemacht. Er wurde ja immer so ein bisschen kritisiert, dass er zu fett ist. Ja, komm. Also wirklich. Ich weiß auch nicht, ich finde ihn auch nicht zu fett. Ich meine, guckt euch an. Jetzt macht doch hier kein Fettshaming bei Godzilla. Ja, okay. Ist ja halt auch eine 250.000 Tonnen Echse, keine Ahnung. Der darf so aussehen. Ja, und ich muss auch sagen, die Größe, das haben sie gut ausgespielt, finde ich. Ja. Also das hat schon seinen Effekt gehabt. Natürlich kommen dann auch so ein paar lächerliche Momente, wenn die Soldaten mit ihren Sturmgewehren auf das Vieh draufschießen, aber... Trotz allem, ich mag diese kantige Kopfform. Ja, ich auch. Ja, ich mag diese kantige Kopfform. Ich mag, dass seine Arme ein bisschen kräftiger, ein bisschen präsenter sind. Und ja, mit den etwas dickeren Oberschenkeln kann ich dann auch leben. Also, und da wären wir jetzt bei der Inszenierung. Ne? Also da würde ich mal sagen, bei der Präsentation. Wenn der an diesem Flughafen auf Hawaii zum ersten Mal auf dieses BAM-Flugzeug tritt, ja, und dann kommt der Sound. Ja, ich hab Edwards gefragt, ne? Ich meine so, warum klingt der anders? Ja. Er sagte halt, nee, sie haben es nicht hingekriegt. Sie kriegen es nicht hin. Sie haben es nicht hingekriegt, wo ich mir gedacht habe, da kommt doch mal, er ruft doch mal bei Toho an und fragt, ob die irgendeine Tonaufnahme im Archiv haben, die ihr bearbeiten könnt. Ja, aber er klingt halt einfach anders. Ich kann so ein bisschen Restschrei kann ich da drin erkennen. Also den typischen Schrei kann ich so ein bisschen da drin erkennen, in dem, was der amerikanische Godzilla da schreit. Aber es ist ein bisschen schade, dass sie es da nicht hingekriegt haben. Dennoch. Wenn er das erste Mal auf dieses Flugzeug latscht. Ich war so beseelt. Ich fand das so cool. Ich fand es wirklich so cool. Und was macht Edwards dann? Schnitt. Ja. Er blendet weg. Und du siehst noch eine Fernsehaufnahme. Also irgendwie ein Fernsehgerät, auf der irgendeine TV-Aufnahme zu sehen ist. Und dann war es das. Immer wieder, auch als das Tor zugeht später. Ja. Ne? Also das ist dieses Suspense-Ding, was wir eben schon mal angesprochen haben. Und was meiner Meinung nach leider völlig fehl am Platz ist. Aber zudem muss ich trotzdem noch mal sagen, obwohl ich den jetzt nicht so geil fand, insgesamt den Godzilla 2014, es war ein sehr schöner Tag, weil der kam an meinem Geburtstag raus und ich war in Toronto im IMAX und habe ihn da geguckt. Ja, und das war wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich und deswegen werde ich das auf jeden Fall immer in guter Erinnerung behalten. Aber ja, das Shin Godzilla, die Inszenierung ist königlich. Also, Königlich. Unfassbar. Ich war alleine im Kino, habe den hier bei uns geguckt, im Kino in Hamburg. Und ich hatte wirklich, also ich war angespannt. Den ganzen Film, ich hatte Angst vor diesem Vieh. Ja. Weil das so krass und die Musik auch so dazu beigetragen hat. Die ganze Stimmung war super düster. Es war ein super ernster Film auf einmal, ab einem gewissen Punkt. Ja. Und dann noch die Strahlen aus dem Rücken, die auf einmal rauskommen und alles. Und ich denke, was ist das? Was passiert in diesem Film? Und ich fand das total beängstigend einfach. Und das habe ich bei einem Godzilla-Film noch nie erlebt. Das war immer so ein Spaßkino für mich. Und auf einmal kommt da dieses Brett um die Ecke. Ja, also es hatte eine Ernsthaftigkeit, die man tatsächlich seit dem 54er Godzilla fast unfassbar. Schon gar nicht mehr hatte. Ja. Und das muss ich auch sagen. Da, wo halt Edwards sich dann irgendwann für einen Monsterkampf entschieden hat und es dann eigentlich relativ egal war,
macht Shin Godzilla genau das Richtige. Er inszeniert dieses Monster, diese pure Zerstörungskraft. Und das aber auch mit Bildern. Ey, der Edwards-Film, der hat geile Bilder. Der Halo Jump und so, ja, will ich gar nicht sagen. Aber wenn Godzilla diesen atomaren Atem nochmal eine Stufe weiter entwickelt und dann diesen Feuerstrahl einmal komplett durch Tokio bläst, ja, und du so siehst so eine totale, und dieses Vieh ist sogar recht klein gegen diese Feuerwand, die es erzeugt hat. Das sind Bilder, die sind einfach super. Und dann auch diese Rückenstrahlen, wenn die Hubschrauber angreifen, fand ich auch geil. Das war atomare Macht. Und das ist halt dann einfach auch ein bisschen cleverer, um zu sagen, hey Leute, wir haben hier versagt. Ja, ihr habt hier ein Monster losgelassen, dessen Zerstörung euch gar nicht bewusst ist. Und diese Zerstörung macht Shin Godzilla meiner Ansicht nach so viel besser, deutlich und klar. Und das in einer Ästhetik, die jedem Fan eigentlich das Herz aufblühen lässt. Also da muss ich auch sagen, der bessere Neustart ist definitiv Shin Godzilla. Auch wenn ich wirklich nicht viel gegen den Edwards-Film habe. Ja, also der hat seine Schwächen, aber ich mag den trotz allem. Hm. Aber Shin Godzilla war einfach inszenatorisch, ästhetisch und halt, was die Huldigung dieses Viehs angeht, top-notch. Absolut, ich schließe mich an. Das ist, ich kann da nicht mehr zu sagen, weil du hast völlig recht. Ich finde, Shin Godzilla ist auch einer der besten Godzilla-Filme. Absolut Favorit, ganz vorne mit dabei. Ich gucke den super gerne, auch wenn er total bedrückend ist, finde ich. Aber ich finde es einfach fantastisch, wie sie da das Reboot gemacht haben und hoffentlich ja jetzt weitermachen, eine neue Ära aufziehen. Aber jetzt kommt ja erstmal Ultraman. Also Anno macht ja erstmal Ultraman. Ach so. Aber soll im gleichen Universum spielen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Mal sehen, was da passiert. Aber wir sind auch gespannt auf eine andere Sache. Wir würden euch nämlich jetzt mal bitten, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ist eurer Meinung nach der schlechteste Godzilla-Film von allen? Ich freue mich so. Das wird nämlich nochmal auch mal interessant. Da würden wir nämlich auch nochmal gerne eingehen. Ganz genau. Ansonsten, ihr kennt das Spiel. Abonnieren, die Glocke drücken, beim nächsten Mal gerne wieder dabei sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis dann. Tschüss. Ciao.